bin die letzten Friedensbahn noch immer weniger gern gekommen. Am Anfang hat es noch eine gewisse Struktur gehabt, aber jetzt, wo ist die Struktur? Themengebiete weit gestreut, die Themen irgendwas, wir haben unser Ziel verloren. Auch sollte man Themen eher zur Diskussion einbringen. Das heißt, sagen, so sehe ich dieses Thema, wie seht ihr es? Nicht im Vorhinein sagen, so ist dieses Thema zu sehen. Auch diese spirituellen Dinge sind so schön und gut, aber viele Leute können mit vielen Sachen nicht. Dann kommen sie nicht mehr her. Was ich auch leibend finde, ist, dass ab und zu die Kirche als Ganzes in einen Topf gehaut wird. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gegen Verallgemeinerungen, gegen Vorurteile. Mit diesen spirituellen Themen gewinnen wir auch keine Menschen aus irgendeiner Glaubensrichtung. Sei es nun Christ, Moslem, Buddhist, Hindu, Angehörige des Baha'i, Juden oder was es sonst noch alles gibt. Fakt ist, die meisten Menschen sind in irgendeiner Religion oder Konfession. Als Dietwort im Frühjahr gesagt hat, hier seien rechtsesoterische Kreise, habe ich keine Ahnung gehabt, was das sein soll. Ich habe gelacht, diese Unterstellung lächerlich gefunden, weil ich die Mahnwachen in Deutschland auf YouTube mitverfolgt habe. Jetzt weiß ich, was rechtsesoterische Kreise sind. Ich habe offensichtlich zu viele Menschen Angst gehabt, dass so etwas daraus wird. Angst ist ein starkes Gefühl. Man wird oft zu dem, vor dem man Angst hat, es zu werden. Mit rechts meine ich nicht Nazis, auch nicht einmal Nazi-Tendenzen. Nazis sind für mich auf dieser Skala sehr widersprüchlich und schwer einzuordnen. Eigentlich finde ich das Schema links-rechts nicht mehr zeitgemäß, wenn es das denn jemals war. Zur Kirche. Ich bin Pfarrgemeinderat in meiner katholischen Heimatpfarre. Das lasse mir viel gefallen und sage auch lange nicht. Ihr sollt wissen, die Kirche besteht aus den Menschen, die in der Kirche sind, nicht nur aus den Institutionen im Vatikan. Wenn jemand meint, die Kirche soll etwas anders machen, dann soll er sich in der Kirche engagieren und selbst diese Veränderung bewirken. Die Menschen in der Kirche sind vielfältig und bunt. Ich weiß nicht einmal alles, was bei mir in der Pfarre passiert und das ist gut so. Das zeigt von eigenständigen Menschen. Ich weiß aber zum Beispiel, dass immer wieder vereinzelt Muslime bei diversen Aktionen dabei sind. Unsere Pfarre ist offen. Im Prinzip hat der Papst über die Kanäle Einfluss auf die Diözesen, aber das war es dann auch schon bald. Wenn jemand meint, bitte aus der Kirche aus, zahle diesen Verbrecherverein nicht, sollte er wissen, der Kirchenbeitrag bleibt in Österreich. Da geht kein Cent an den Vatikan oder sonst wohin. Natürlich passieren auch Verbrechen bei uns, das möchte ich nicht leugnen. Aber wo passieren keine Verbrechen? Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Das gesamte Geldsystem ist ein Verbrechen. Natürlich habe ich kein Problem mit Menschen, die sagen, mit der Kirche kann ich nicht. Ich glaube nicht an ihre Lehre. Jeder hat das Recht dazu. Ist eine kleine Kirche mit Gläubigen lieber als eine große Kirche mit vielen Menschen, die nicht glauben. Ich habe schon mit vielen geredet, die in die Kirche gehen, aber auch mit vielen, die nicht umgehen. Der Unterschied ist nicht prinzipiell, was die Menschen glauben, außer jetzt bei Atheisten vielleicht, sondern der Unterschied liegt im Tun. Der eine praktiziert gerne in der Gemeinde, der andere alleine zu Hause, wieder ein anderer gar nicht. Jeder wie er möchte. Was die Menschen in der Kirche glauben, ist sehr weit gestreut. Ich kann mit dem, was die Menschen, die nicht in der Kirche sind, mithalten. Im Prinzip geht es mir darum, dass ihr eure Reden anpassen solltet an die Menschen und nicht sagen solltet, was euch zu sagen beliebt. Dass ihr ein wenig in die Gesellschaft hört und spürt, was man bringen kann. Bei den Menschen bleibt, nicht schon abheben und von oben herabblicken und sagen, ihr macht es falsch. Ihr läuft mit euren Themen weiter, ihr wartet nicht auf die Menschen, die wir ansprechen wollen. Ihr läuft davon. Im Moment haben wir sehr schnelle Zeit. Die Leute fischt man nicht, indem man so schnell ist wie das System. Man muss die Menschen dort nehmen, wo sie sind und nicht, wo man selber ist. Die Menschen bekommt man relativ eingefüllt und indem man mit ihnen redet. Und nicht, indem man vor den Menschen spricht, aber sie einen nicht versteht oder gar nicht zuhört. Wenn es so weitergehen sollte, werde ich nicht mehr kommen. Das ist keine Bewegung aus der Mitte des Volkes, wie ich aus Deutschland gehört habe. Es handelt sich hier um eine kleine Randgruppierung, die sich eine Bewegung zu machen, ihre Themen zu bringen. Das bedeutet Fokus auf den Frieden auf der ganzen Welt, Fokus auf die Kernthemen. Lieber eine kürzere Mahnwache und dafür nur Kernthemen, als eine themenmäßig weit gestreute, wo jeder alles sagen kann. Und vieles nicht, um zu sagen, das meiste interessiert die Menschen offensichtlich nicht, sonst wären sie hier. Auch könnte man mehr musikalische Beiträge liefern, weil ich glaube, dass die Menschen in diesen musikübertönten Zeiten leider eine gewisse Abhängigkeit zu ihr entwickelt haben. Ich sage das, obwohl ich froh bin, dass hier nicht die Musik ist. Obwohl ich tendenziell eher unmusikalisch veranlagt bin, zumindest im Vergleich zum Durchschnittsmann gleich alt bin. Obwohl ich froh bin, hier der musikalischen Dauerberieselung des Geistes zu entkommen. Menschen sind oft anders zu gewinnen als man selber, vor allem hier, wo die Menschen keinesfalls dem Schnitt der Bevölkerung entsprechen. Dankeschön.